Hallöchen und herzlich willkommen zu Fallout 76, ein heiß erwartetes Spiel, und ich drücke jetzt einfach mal auf Schappepapapapilen und gucken uns mal das Video an, was gleich lädt. Ich halte jetzt die Klappe, hab viel Spaß bei dem Video. Kret bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Fallout 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen. Aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen. Welche Party? Ich muss mal ganz kurz eventuell. Zeit aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Ja. Wir machen erstmal das Gesicht. Nase. Ein bisschen dicker machen. So vielleicht. Oh. Augen. So. Nee. Oh. Typ. Müde. Ausgeruht. Machen wir mal ausgeruht. Farbe. Grün. Hellgrün, Meergrün. Ich glaube, ich habe Meergrün. Eigentlich sind Grün-Grau. Machen wir mal Meeresgrün. Zack. Okay. Das kann so bleiben. Da machen wir noch ein bisschen was. Auf jeden Fall Bart. Bart auf jeden Fall. Nehmen wir mal für den Bart. Gucken wir mal. Gibt ja wirklich viel auszuwählen, ja. Gucken wir mal durch hier. Naja, Vollbart nicht, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, ich nehme hier so einen leichten 3-Tage-Bart. Ja, ich glaube, ich nehme einen leichten 3-Tage-Bart. Die Farbe machen wir. Ups, das ist die Gesichtsfarbe. Okay. Was haben wir denn hier haarmäßig? Farbe.
Hellbraun, Ginger, Rotbraun, Tiefrot, Kastanienbraun. Ich glaube, ich habe Kastanienbraun. Annehmen. Da war gerade ein kleiner Krümel auf meiner Tastatur, deswegen habe ich da rumgepustet. Gucken wir mal hier. Wie sieht er denn aus? Kann man das so lassen? Sieht auch nicht schlecht aus. Ich will jetzt hier auch nicht Zeit verschwenden hier mit der Charakterstellung. Ist ja eigentlich, ich glaube, ich nehme das. Ist ja eigentlich auch fortzial, wie der aussieht. Finde ich. Es kommt ja auf das Spiel drauf an. So, Enter erledigt. Name, natürlich. Zack. Natürlich den hier. Enter. Kann ich jetzt hier noch ein Foto schießen? Schnappschuss machen. Zack. Und dann mit Tab wieder zurück. Und wir sind im Spiel, meine lieben Freunde. Ich werde mal ganz kurz die Grafik mal ein bisschen, die Lautstärke des Spiels mal ein bisschen anheben. Weil ich so das Gefühl habe, es ist ein bisschen zu leise. Achso, Grafikeinstellungen kann ich euch auch mal zeigen. Alles auf Mittel bis auf Schatten. Und Grafikkarte ist verbaut, eine GTX 770 mit 2 GB. Ja, also, das läuft, Leute. So, gucken wir mal hier. Setzen wir uns hier mal ran. Was haben wir denn hier? Vor Rekrutierungsschiss. Heute ist das Rekrutierungstag gekommen. Auf den Augenblick sind 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Okay. Gucken wir uns hier mal weiter um. Ich habe mir die Maussensibilität kurz mal ein bisschen schneller gestellt. Das ist echt eine geile Bude hier. Kann ich nicht meckern. Lampe benutzen. Okay. Echt eine geile Hütte. Nicht schlecht. Köter hier? Ne, Pferd ist das. Ha! Lol. So, das funktioniert. Krasse Scheiße, ey. Ist die Gasmaske was? Ne. So sah aus. Gut, dann gehen wir mal raus. Nehmen uns hier mal den Boy. Und dann werden wir mal ein bisschen die Vault erkunden. Tür öffnen. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Okay. Eine enorme Verantwortung. Okay. Ah, die Figuren zeigen an, wo ich hin muss. Okay, dann gehen wir doch hier mal hin. Achso, ich dachte seit mehreren Stunden tot. Appalachia. Okay. Ah, hier haben wir schon den ersten Green Stuff. Okay. Hier ist noch mehr Quark. Ja, ja, das werden sie. Und hier. Okay. Hier haben wir noch einen Partyhut. Hier hinten geht es auch noch lang, oder was? Guck mal, hier ist noch ein Raum. Geil. Ah, hier ist ein Computer. Nee, sonst ist hier nichts. Hier hinten ist nichts, da ist nichts. Also geht es nur noch hier weiter. Ah, hier ist dieses Camping-Geschisse. Campinggerät hier, beziehungsweise das Base Building Bult 3000 Schiss. Was haben wir hier noch alles Schönes? Was ist das denn hier? Projektor? Kugelschreiber. Die Karten. Was mache ich denn, Mann? Charisma? Ich würde sagen, weil mein Partner, mit dem ich spiele, auf Intelligenz und auf Glück, glaube ich, spielt, werde ich auf Kraft spielen. Ja, doch, ich spiele auf Kraft. Und den Rest quatsche ich den nachher mit ihm ab, was man denn noch nehmen sollten. Öffnen. Verzeihung. Gerade schön lecker Frühstück gegessen. Lecker Rührei mit Speck. So, und hier noch. So, ein
Tuntenladen, ja. Ah, da jetzt endlich raus, na endlich. Ich will hier den scheiß Bunker hier nicht sehen, ich will das Spiel will ich ja. Will ich ja euch zeigen, nicht wahr? Machst du dir gut? Machst du dir gut? Darf ich gehen? Dankeschön, tschüss. So, jetzt geht's endlich los in die Außenwelt von Fallout 76, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Es ist endlich soweit. Oh, es ist der Wahnsinn. Ich war lange am Zweifeln, ob die Grafikkarte das überhaupt packt. Aber hab dann nochmal nachgelesen, dass Mindestanforderungen irgendwas mit GTX 780 sind. Und da Fallout 4 bei mir auch schon auf Ultra lief, damals mit dieser Karte, beziehungsweise damals, letzten Monat, habe ich es mir erst geholt, ja, Fallout 4. Ja, guckt mal Leute, seht ihr selber oben rechts, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber bei mir steht 53 FPS, 57, 58 und es läuft mega flüssig. Ich könnte jetzt theoretisch dahergehen und könnte jetzt hier die Grafik theoretisch... Texturqualität machen wir mal hoch. Ja, ich weiß, das wird nach dem Neustart erst aktiviert, aber trotzdem Schattendistanz kann man schon den Unterschied sehen zu den Texturen. Ja, also verändert sich nicht wesentlich. 54 FPS und es sieht einfach rattengeil aus. So, guck mal hier, was haben wir denn hier? Nehmen. Da haben wir eine Pistole. Geh mal weg hier, du komisches Gedöns. Pistol, wo bist du? Ich habe dich doch gerade ausgewählt. Hallo? Ich habe dich doch gerade ausgewählt. Wo bist du denn hin? Ah, da ist er hin. So, hier sind doch schon die ersten Gegner. Wow. Gucken wir mal, dass wir hier vernünftig mal den weghitten. Hat er sich gerade selber entschärft oder was? Oder nicht? Ne, da ist er. Da ist er. Okay. Gucken, was wir alles so haben. Schönes. Zack. Weiter rennen. Da unten ist noch einer. Boah. Den hat zwar ganz schön zurückgeschmissen. Also zwei Schuss. Ist er breit. Sozusagen. Stahlschrott immer schön mitnehmen. Ja. Überlebenswichtig. Hier die Pistole nehmen wir jetzt mal aus der Hand. Damit wir dem mal mit den Fäusten ein paar aufs Maul gehen können. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Also drei Schläge. Und dann ist er sozusagen hin. Boah, komm her, du. Komm her, du. Stahlschrott. Können wir uns da ja schön Patronen und sowas basteln. Ah, hier war da irgendwo noch ein Lieferwagen. Oder hier, der Panzer war's. Genau. Zack, hier sind wieder Patronen drin. Können wir die Pistole wieder nehmen. Mal kurz durchladen. Was? Keine Patronen für die Pistole? Warum? Moment. Ich geh mal. Komm her, feier mal um, dämlicher Scheißhaufen. Ist ja widerlich, so viele Viecher. Komm her. Komm her. Wo bist du denn? Komm her, da. Komm her, da. Drecksack. Wie viel denn noch? Da hinten ist ja noch einer. Komm her. Ich glaube, das ist 38er Munition, die Pistole verwendet. Und ich habe, glaube ich, 45er Munition aufgesammelt. Kühlflüssigkeit. Was haben wir hier noch? Kapseln. Ist hier noch irgendwas? Ah. Also kann man alles schön looten hier. Hier ist noch eine Kiste. Alles mitnehmen. Kamera. Was hier? Ah, 3,8er Patronen. Das ist denn wohl für eine Langwaffe. Und ich habe hier, guck mal, Repetierpistole. Das ist die, die ich hatte, nur ohne dieses Seitenmagazin. Das ist nicht schlecht. Habe ich Licht? Nee, Licht habe ich nicht. Na, ich gucke hier mal hin. Schon wieder so ein komischer China-Roboter hier. Boah, ich bin jetzt mit einem Schuss hier hittet. Geile Scheiße, ey. Ist die aus Holz? Geiler Mist, ey. Scheint ja ordentlich Druck zu haben. So, wen haben wir denn hier? Sir. Hm? Ich habe dieses Holoband beim Terminal der Aufseherin gefunden und es mir angehört. Sie sollen sie wohl in ihr...
ihrem Camp die Straße runter. Okay, den gehen wir doch da runter. Wird ja auch schon angezeigt da unten, wenn ich jetzt hier mal M drücke. Ah ja, hier ist es ja. Ja, blinkt schon was. Das ist übrigens die Karte von Fallout 76. Ja, also mega groß. Soll ja wohl dreimal größer sein jetzt bei Fallout 4. Sagt man. Ich weiß es nicht. Hab's nie nachgemessen. Fallout 4 könnte ungefähr Kartengröße sagen, wie ja, von GTA 5 die Hauptstadt, beziehungsweise der Südosten von DayZ Janarus. So ein bisschen bis Elektro und hoch bis Berezino so etwa. So groß ist etwa die Karte hier. Wo denn hin? Da. Oh ja, nicht groß aufhalten hier. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Natürlich doof, dass es jetzt dunkel ist. Wo ich das hier sehen hatte, hier war Tageslicht. Deswegen weiß ich auch, wo alles liegt. Da habe ich da so ein bisschen selbst gespoilert, weil ich einfach heiß auf dieses Spiel war. Setzt er sich hin und spielt Banjo. Da liegt noch eine Schere. Nicht schlecht. Hier liegt definitiv noch eine Schere. Oder Multitrommel. Ach, das ist eine Trommel noch. Ah. Ach, das ist so eine Mundtrommel hier, so ein Ding-Ling-Ling. Das spielen auch die Russen immer. Oh, nicht schlecht. Mit V habt ihr übrigens außen in Sicht. Ja, ihr kennt ja Fallout, brauche ich euch das ja nicht zu erklären. Welche Taste was ist. So, übrigens, FPS-Stand 44 FPS im Wald. Hier ist ein Kürbis. Nee, Feuerhut. Ernten. Nimm Nahrungsmittel zu dir, um nicht zu verhungern. Öffne dazu einen Pip-Boy. Rufe Gegenstände, Hilfsmittel auf, Nahrungsmittel. Bla bla bla, Mr. Freeman. Der übliche Shiznit. Der denn da immer steht. Wir sprinten jetzt hier mal runter. Ich möchte nämlich zu diesem Camp kommen. Oh, wer taumelt denn da? Was ist denn das da? Läuft da wer? Nee. Was ist das? Klar, da läuft da wer. Übrigens, die weißen Punkte auf der Karte, das sind Spieler. Ja, das sind alles Spieler hier. Da läuft doch wer. Okay. Ist hier so eine Fabrikhalle? Oder sowas? Ähnliches? Was haben wir hier? Hier ist ein kleines Dorf. Kleines Neste. Boah, die Musik schon alleine. Ja, ich kann es ja nochmal ein bisschen lauter machen. Falls euch das ein bisschen zu leise ist hier. Und ich glaube mal, das Let's Play wird auch ein bisschen länger. So, machen wir ein bisschen lauter hier die Atmosphäre. Dass er da auch ein bisschen was versteht. Ich hoffe, man versteht mich denn immer noch. Krasse Scheiße. Wow. Das für einer. Bläh. Mal hier reinglotzen in das Haus. Irgendwas noch zu snacken ist, aber ich bezweifle es, dass hier irgendwas zu holen ist. Guck mal hier, der liegt hier auch rum, sind verbrannter. Zollstock, Verbandskasten. Hier noch was drin, hier ist ein komischer Brief. Nachricht für Sam. Ah, könnt ihr lesen, drückt auf Stopp. Ah. Wie gesagt, ich will vorankommen. Ich will zu dem Punkt, wo mein Kumpel ist. Dem Speicherpunkt. Der stand da vorhin noch nicht da, oder? Stand der vorhin schon da? Alter Falter. Scheune. Schießt irgendwer auf der Karte? Ist... Doch, auf der Karte ist wer in der Nähe. Spieler. Scheiße. Aber mit dem will ich mich erstmal lieber nicht anlegen. Ich möchte ja eigentlich... dahin. Jetzt. Zu dem Camp. Und von dort aus... die Route nochmal ablaufen, die auch er gestern genommen hat, um, naja, später da zu sein, wo er auch jetzt ist. Boah, das sieht, obwohl es dunkel ist, es sieht fantastisch aus. Alter, es sieht wirklich fantastisch aus, wie das Licht hier so durchscheint vom Mond. Richtig geil. Richtig geil. Wie gesagt, es läuft auf hoch. Außer Schatten habe ich auf Mittel. Aber wunderbar. Haben wir hier drinnen?
Okay. Nehmen wir erstmal alles mit, da vorne ist das Camp. Diese wunderbaren amerikanischen Brücken hier, ich mag das. Diese überdachten Brücken. Kann man auch noch sehr gut sehen in den 70er-Jahre-Filmen oder 80er-Jahre-Filme. Ah. Auf der Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia Sola sein, das ich kannte. Aber... Was ist die hier? Mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Ich baue mir meine Rüstung. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Cap errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung. Geil. Und ein bisschen Muskelkraft. Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben. Sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Okay. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Standardmagazin, Standardverschluss. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Alles Standard hier. Ich soll mir hier eine Waffe herstellen. Zur Herstellung wechseln. Ah, achso. Wurfwaffe, machen wir mal Wurfmesser. Ich denke mal, das werden wir hier eh am nächsten gebrauchen können. Müssen wir hier ein Wurfmesser machen. So, was will denn die Alte jetzt von uns? Wir müssen jetzt hier runter. Aber mein Kumpel ist hier lang gelaufen und dann ist er jetzt hier irgendwo. Deswegen laufen wir jetzt auch den Weg. Weil da hinten ist nämlich auch eine Art Lederrüstung. Ne, da hinten ist nämlich eine Art... Hab ich jetzt die Waffe? Ja. Vielleicht finde ich da ja was, besser gesagt. Ja, er hat da ja gestern auch ziemlich was gefunden, da hinten an diesem Bus da. Ich will das hier auch nicht allzu lange in die Länge ziehen, aber wie gesagt, da wartet er auf mich und wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt die andere Richtung laufe. Ja, er weiß noch nicht, wo ich bin und da, ah, Käse. So, was haben wir hier? Köder hier. Dreckvieh. Ah, die Waffe ist ja cool. Das ist schön. Oh. Drecksau. Mitnehmen hier, zack. So, gleich sind wir beim Nuka-Cola-Schild. Nuka-Cola! Es läuft verdammt flüssig, Leute. Ich könnte das jetzt so noch auf Ultra drehen. Ja, ich mache hier 43 FPS. Wenn ich jetzt auf Ultra drehen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwas... Das sind doch Spieler, oder? Nee, das sind keine Spieler, das sind Raider oder sowas. Sowas ähnliches. Irgendwelche Viecher, Menschen, was auch immer, Raiders, die hier ihr Unwesen treiben. Da sind sie. Verbrannter. Die kommen anscheinend nachts raus. Okay. Ja, geil. Bleirohr. Haben wir hier auch schon mal ein bisschen was. Okay. Die haben wir jetzt natürlich leer gebratzt. Also kommen diese Verbrannten nachts doch raus. Ja, also nachts sozusagen. Hier kann man schön was trinken. Ja, ich könnte jetzt hier auch Wasser sammeln, wenn ich jetzt hier den Bottich hier mitnehme. Ja. Hier alles mal durchsuchen hier. Alles mal mitnehmen. Was haben wir hier drin? Radio. Okay. Funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Läuft's? Ne, läuft nicht. Okay. Gehen wir hier nochmal kurz die Treppe hoch. Also diese Verbrannten, die machen doch Kaka. Was ist das denn? Die sind Spinnviech. Ist ja ekelhaft. Was haben wir hier? Kaffeetasse. Nehmen wir mal mit.
Hier, der Typ hier, der hat nix. Ansonsten ist hier nix oben. Ich will hier auch nicht allzu weit vorgehen, weil hier war gestern Radioaktivität. Ah, Patronen. Sehr gut. Ist auf jeden Fall ein guter Sniper-Außenposten, sage ich mal so, ja. Da kannst du schön, von da oben hast du schön die Kreuzung hier im Blick. Und der bam, bam, Schläge muss geben. Oder am besten ist noch da oben. Da oben kannst du schön runter snippen. Ja, und dann kannst du schön die Sau rauslassen. Und ich glaube, es wird gerade hell anscheinend. Jedenfalls macht es gerade den Anschein, dass es hier gerade hell wird. Und da hat schon der erste Troll was auf die Straße gebaut. Ja, man kann ihn nämlich auch bauen. Ja, das war nämlich die Befürchtung von mir bei diesem Spiel, dass irgendwelche Spaßvögel sich hier wieder was, ja, sozusagen nur Scheiße bauen hier. Und das Spiel sozusagen kaputt machen. Ja, das ist, Leute, muss doch nicht sein sowas. Was soll das? Ich weiß nicht, aber muss das sein? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob es das sein muss oder nicht. Das ist wie H1Z1 damals. Ah, Katastrophe, ey. Das hat das Spiel echt kaputt gemacht. Und ich hoffe und bete, dass die Entwickler das hier in den Griff kriegen. Dass die sagen, ja, kommen Leute, Straße bebauen oder was weiß ich. Obwohl ich kein Auto fährt, aber das sieht scheiße aus. Ja, das sieht einfach nur scheiße aus. Irgendwo im Wald oder so, interessiert mich nicht. Aber auf der Straße, keine Ahnung. Muss nicht sein. Und ich habe trotzdem diese Verstrahlung unten links gekriegt. Dieser kleine rote Balken, das ist Verstrahlungsschiss. Jetzt leckt es ein bisschen. Er lädt wahrscheinlich gerade in den Bereich hier. Wo sind wir denn überhaupt? Ah ja, wir sind... Das ist der Typ hier, der Spieler ist jetzt hier bei der Alten hier und quatscht mit der. Aber ich bin jetzt hier bei dem Bereich, wo wir uns treffen wollten, glaube ich. Ich glaube da hinten am LKW, also dahinter. Da waren wohl irgendwelche Spinnenviecher. Die kann mein Kumpel nicht ab. Müssen sie mich darum kümmern. Hier ist wieder so ein Verbrannter, so ein Verkohlter. Ja. Gucken wir mal. Und dann werde ich hier mal gucken, ob ich die Viecher töten kann. Zumindest mal angucken kann, wie die überhaupt aussehen. Wovor er denn Angst hat. Also nicht Angst, aber Respekt. Also ich sehe hier bis jetzt noch rein gar nichts. Kann natürlich sein, ist ja klar, dass sie gestern nur da waren und heute nicht. Ja, das ist ja eine große Karte, kannst dich ja frei bewegen hier. Und so. Also hier ist rein gar nichts. Oder? Die Musik wird gerade ein bisschen komisch. Ich werde mich hier definitiv in das Haus mal rein begeben und werde mich da drinnen... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. What the fuck? Komm her, du Polizist, du. Oh, scheiße. Oh, Mist. Verdammt doch. Komm her. Dich grüß doch, Kleine. Sag, du. Selbst da ja nicht. Kommt ihr noch mal in die Schissen, ja? Improvisierte Pistole. Kann ich dich durchladen? Ja, das war ja die mit der einen Kugel. Ich habe aber noch irgendwo die gehabt. Ja, die hat jetzt bloß noch 4 Schuss. Ist natürlich jetzt mega Mist. Vielleicht finde ich hier einen Pömpel hier. Ja, den nehmen wir mal mit. Wer weiß, wozu er gut ist. Ah, Sunny-Schrank. Sehr schön. Hier haben wir nochmal stumpfen Gegenstand, Silberteller, kann man bestimmt alles gebrauchen. No? Ah, Munitionskiste. Haha, 38er Kugel, siehst du? Man findet doch immer, was man braucht. Kreide, alles da, alles da. Scheint hier so eine Art Unterschub gewesen zu sein für die Polizisten, bevor sie Zombies wurden. Ist natürlich blöd für die, aber gut für mich. Ja, und in diesem Sinne werde ich jetzt dieses Spiel beenden und eventuell kommt nachher ein Livestream von mir. Ja, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen oder auch nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus, macht es gut, ciao, ciao, euer Flash.